Hallo und schön, dass du bei mir reinschaust. Heute habe ich meine alte Laterne genommen, die ich das ganze Jahr wieder immer wieder umdekoriere und habe jetzt eine Winter-Weihnachts-Deko hineingemacht. Ganz einfach mit viel Natur. Das Material kannst du im Garten finden, im Park. Vieles, was gar nichts kostet und immer wieder zu verwenden, weil wir nehmen Koniferen. Immer grüne Sachen. Ich empfehle eine LED-Echtwachskerze mit Timer. Da brennt nichts, das ist sicher und kann man auch rausstellen. Und wie einfach das geht, das möchte ich ganz gern dir jetzt zeigen. Das ist nun meine Laterne. Die steht das ganze Jahr. Die mache ich maritim zurecht, Ostern zurecht, Weihnachten, immer was Neues. So, jetzt ist Winter und Weihnachten dran. Dazu brauche ich als erstes einen Wickeldraht und dann Sachen aus dem Garten, aus dem Park, aus dem Wald. Äste, die habe ich schon mal ein bisschen zusammengedrahtet. Immer grünes, konifernmäßig, bisschen Rinde, Zapfen, Engelhaar, wenn du möchtest. Und dann legen wir einfach mal los. Wie gesagt, ist schon mal ganz gut, wenn du so ein Bündel Äste einfach zusammendrahtest. Dann nehmen wir die Koniferen und machen das auch wie ein Strauß. Hinten ein bisschen höher, vorne ein bisschen niedriger. Drahten das ein bisschen zusammen. Weil das sollte ein großes Element geben, was ich reinlege, damit nicht alles so durch die Gegend durch die Laterne fliegt und es sollte einfach länglich sein wie ein Strauß. Nehme ich noch eine Konifere ein bisschen weiter oben dazu, wickelt wieder drumherum und mache mir so einen länglichen Strauß. Dann kommen die Äste dazu. So, und die bringe ich jetzt auch mit dem Draht ein und wickel mir das schön. Ich muss noch mal ein Stückchen runter, ich bin zu weit oben im Strauß. Du kannst einen grünen nehmen, ich habe hier einen silbernen, damit man es wirklich besser sieht. So. Das Engelhaar kommt dann zum Schluss. Du kannst es nehmen, du kannst es aber auch weglassen, wie dir es am besten gefällt. Und dann gibt das so einen rustikalen Touch mit dem Grün und den Ästen. Schön festziehen. So, jetzt kommen die Zapfen dazu. Man kann auch eine Girlande machen, die habe ich auch schon gezeigt. Einfach den Zapfen mit einwickeln, nur zwei, dreimal drumherum. So, schön festziehen, dann den nächsten, unterschiedlich groß macht es auch, ist wirklich schön. So, dann noch einer, kann man bis zu 10 Stück machen, ist aber auch abhängig davon, wie groß die Laterne ist. So, ich habe jetzt 4 und dann mache ich noch ein paar dazu, einfach so eine Girlande wickeln. So, wenn die Girlande fertig gewickelt ist, dann wirklich großzügig um unser Grundgerüst mit den Ästen und den Koniferen, dann wickeln ruhig so ein bisschen abstehend und dann erst den Draht abschneiden. Außer ihr möchtet vielleicht noch mal einen Stern dranhängen, dann können wir dann gleich ein bisschen länger machen und vielleicht noch einen Stern dranhängen. So easy geht das und so schnell. Ich funktioniere es dann immer um nach Weihnachten noch zum Wintergesteck. Dann kommen die Sterne einfach weg. Und ich benutze dann noch einen Schneemann oder Schneeflocken. Obwohl, ich könnte jetzt eigentlich schon Schneeflocken reinmachen. Moment, jetzt hole ich Schneeflocken. So, also machen wir doch, oder ich jetzt das Schneeflocken dran.
dann kann man es auch länger nutzen. Also muss man nicht umbuddeln. Aber du hast ja gesehen, wie es mit dem Stern aussah. So. Verschiedene Größen kann man prima einbringen. Jetzt in unser Drahtgeflecht mit den Zapfen. Dazu kannst du jetzt eine LED-Lichterkette nehmen und noch drum rumwickeln oder halt, was ich sehr sinnvoll finde, ist eine Echtwachs-LED-Kerze, weil die hat einen Timer bei mir, die geht an, es brennt nichts. Das steht jetzt auch draußen vor der Tür. Und dann habe ich immer so ein tolles, heimeliges Licht, was mir sehr gut gefällt. Und die flackern ja auch so schön. Das sieht ja dann wie echt aus. So, jetzt sind die Schneeflocken dran. Und dann stelle ich das einfach nur rein. So, noch ein Rindestück dazu auf die eine Seite. Kann man noch mal Zapfen dazu tun. Man muss halt gucken, wie das ist mit der Größe von der Kerze, die dann mit rein soll. So, dann kommt die Echtwachskerze dazu. Und schon ist es fertig. Muss mal gucken, was am besten hinpasst. So, und dann kann man noch einen Engel, einen Schneemann oder sonstiges zutun. Und so ist es jetzt arrangiert. Ich habe jetzt erstmal neue Batterien in die Kerze gemacht, in meine LED-Echtwachskerze. Und das leuchtet so schön, hat so einen schönen Flair, so einfach gewesen, so günstig, kostet kaum etwas. Sicher, meine Tür hat nur einen Herzausschnitt, aber das wirkt so wunderschön und stimmungsvoll, gerade jetzt im Zwielicht, wenn es dann dunkel wird. Und dann hoffe ich sehr, die Idee hat dir gefallen. Du konntest schön mit mir basteln, dekorieren und schaust auch wieder mal rein. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis wieder mal. Tschüss!